Meine Damen und Herren, der Republikanische Club hat für den März einen Programmschwerpunkt zum Thema Aufdeckungsjournalismus entwickelt. In Zeiten, in denen Populisten in der Regierung sitzen, muss dem Journalismus besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Denn Journalistinnen und Journalisten, nicht nur unseres Landes, sehen sich immer größeren Schwierigkeiten gegenüber, ihrem Beruf, ihren Verpflichtungen als Public Watching Dogs nachzukommen. Der Journalismus und in besonderem Maße der Aufdeckungsjournalismus müsste als Korrektiv einer lebenden Demokratie eigentlich vom Staat finanziert werden. Zurzeit wird aber kritischer Journalismus eher behindert als gefördert. Unsere fünf Veranstaltungen befassen sich mit diesen Themen. Am 5. März berichtet Kurt Langbein über die unterschiedlichen Methoden von Aufdeckungsjournalismus während seiner fast 60-jährigen Berufslaufbahn. Untrennbar verbunden mit seinem Namen ist der Bestseller Bittere Pillen. 1983 ein Aufdecker-Hit, ist das Buch heute ein immer wieder aufgelegtes Standardwerk geworden. Am 15. März fragt Georg Tiedl, warum Fakten zur Wahlkampfbiografie von den Medien konsequent totgeschwiegen werden, wie zum Beispiel Waldheims Kampfeinsatz sowohl unter SS-Kommando als auch in der berüchtigten Division ZBV 438. Und Tiedls Hauptinformant war kein Linker, sondern ein österreichischer Kameradschaftsbündler. Am 18. März stellt Florian Klenk, Journalist und Chefredakteur im Falter, die Fragen: Haben die Journalisten die derzeitige politische Situation mit herbeigeschrieben? Und wie groß sind die beruflichen Herausforderungen in einer konzentrierten Informationssteuerung durch die Regierung? Am 25. März sitzt Burkhard List am Podium. Noricum-Skandal, CDU-Spendenskandal, Nazis im Bundesheer sind nur einige von ihm aufgedeckten Stories. Auch sein neuestes Buch über den größten Raubkunstskandal der Nazis, die Affäre Deutsch, wird er vorstellen. Am 26. März ist Kurier-Herausgeber Helmut Brandstätter zu Gast bei Georg Tiedl. Wie wird sich professioneller Qualitätsjournalismus in Zukunft gegen Zufallsjournalismus, Social Media und primitiven Boulevard durchsetzen? Wie muss ein unabhängiger ORF aussehen? Welche Form der Medienförderung brauchen wir? Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Dazwischen bitte immer wieder reinschauen in unsere Homepage www.repclub.at, Club mit C. Dort finden Sie auch immer wieder Hinweise zu dieser Serie und zu anderen Veranstaltungen.